Romy Rodisile. Jetzt geht's weiter mit Gina Lückenkämper, Andrea Reck und Katharina Hudak. Und die erste Mannschaft des DLV, die ist sehr, sehr schnell unterwegs. Jetzt Schlussläuferin Chantal Gunzek. Die Läuferin aus Paderborn, Annalena Pohl für den DLV 2 und Kira Nebenfühl für den DLV Sindelfingen. Hier haben wir leider ein Problem mit der Anzeige. Da bleibt die Zeit bei 44 ein bisschen was stehen.